Hallo? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Surprise, Motherfucker! Firmino auf Insigne und der ist jetzt auf Außenbahn total frei. Insigne, der macht ihn nicht rein. Sturridge macht's! Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Es ist die erste Episode nach dem Schockabgang von Philippe Coutinho in der letzten. Er geht zum FC Bayern München und wir müssen einen Ersatz finden. Wir haben einige Möglichkeiten. Ich habe auf Twitter natürlich nachgefragt und ihr habt euch mehr oder weniger entschieden und wir gucken uns jetzt gleich direkt mal an, welche Kandidaten es da gibt. Auch vorher schauen wir uns den Ablauf dieser Episode an. Wir spielen heute gegen den FC Arsenal. Danach ist direkt das Transfer Deadline Day Gedönstag. Fenster, Schließungsprozedur. Jetzt muss ich irgendwas noch mit dir finden. Gedöns. Und dann geht's noch weiter und zwar gegen Sunderland und gegen Norwich. Das werde ich beides auch noch in dieser Episode simulieren. Eventuell bis dahin mit den neuen Mittelfeldspielern. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären wieder richtig geil. Ich weiß, ihr könnt packen. Ich weiß nicht, wie es die letzten Episoden war. Bei der vierten haben wir ein bisschen nachgelassen. Das heißt, jetzt hier heute bei der neunten, kurz vor der Jubiläumsepisode der zehnten, in der wir unter anderem gegen Leicester und natürlich mal wieder Merseyside Derby gegen Everton spielen, kann man auf jeden Fall nochmal die 1000 knacken. Instagram, Twitter, Facebook in der Videobeschreibung. Instagram ist natürlich wichtig, aber Twitter vor allem extrem wichtig. Ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Da mache ich meine Umfragen, da stelle ich die Fragen. Wenn ihr in diesem Karrieremodus teilhaben wollt, bei der Vorproduktion, da auf jeden Fall vorbeischauen. So, wir gucken mal im März. Da spielen wir nächste Episode nämlich auch noch gegen Manchester City und dann noch gegen Chelsea, weil es ja eine Jubiläumsepisode ist und simulieren noch gegen Crystal Palace. Wird also schön. Danach geht es wieder Nationalmannschaft mit Österreich gegen Kamerun und die Türkei. Wird also alles ganz nice. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Mittelfeldspieler an. Es ist ein recht enges Rennen, allerdings liegt momentan Pastore auf dem zweiten Platz. Rakitic ist vorletzter, James Rodriguez, den ich hier gar nicht erwähnt hatte, ist gar nicht erst dabei. Und der erste ist dementsprechend Toni Kroos. Wir werden es bei dem auf jeden Fall versuchen und zwar mit knapp 60 Millionen Ablöse. Allerdings versuchen wir das gleiche bei Pastore und bei... was heißt das gleiche? Versuchen wir es ähnlich bei Pastore und wenn wir den deutlich günstiger bekommen, holen wir den. Meine Präferenz liegt sowieso bei Pastore, aber ich versuche es bei Kroos, weil die Abstimmungsergebnisse zumindest mit 11% mehr für Kroos tendiert haben. Die Begründung, warum ich James allerdings holen sollte, Pastore allerdings holen sollte, hat mir recht gut gefallen. Die kam mal wieder vom Phil, der auf Twitter extrem aktiv ist. Grüße an dich an dieser Stelle. Pastore realistisch, vielversprechend, einfach ein toller Techniker und super Spieler. Würde dementsprechend gerade wegen der Technik und so weiter nah an Coutinho rankommen und wäre deswegen, naja, noch ein bisschen, ja, mehr 1:1 Ersatz. Des Weiteren habe ich jetzt ein 14 Millionen Angebot für Juri Thielemans abgegeben und wir schauen mal, was Anderlecht dazu sagen wird. Eure Reaktion bei Payet war einfach so genial, dass ich sogar auch da versuchen werde, ihn zu holen. Und auch bei Joao Cancelo werde ich es versuchen. Das liegt ganz einfach daran, dass portugiesische Rechtsverteidiger, Hashtag Cedric Soares, gar nicht mal so unwahrscheinlich sind. Und mir gefällt das als Backup eigentlich recht gut. Also Valencia ist schon eher gesprächsbereit als West Ham. Ich zeige euch gleich einfach mal warum. Vielleicht versteht das dann. Wir sieht mal 7,6 Millionen, das mehr als die bezahlt haben. Vielleicht reicht das ja. 42 Millionen ist natürlich eine ganz schöne Stange Geld. Wir versuchen mal mit 28. Das muss reichen. Hallo? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. What the fuck? Da stand gerade Eindhoven, 11 Millionen. Und jetzt sagen die, das ist zu niedrig. Ich habe 14 geboten. Freunde, wenn der jetzt weg ist, müssen wir noch einen Ersatz finden. Dann würden wir Payet holen. Also, wir spielen jetzt gegen Arsenal. Und zwar ohne Neuzugang. Das ist schade, aber das war zu erwarten, dass wir den erst wahrscheinlich am letzten Tag kriegen. Und da auch nur hoffentlich, weil es ist halt nicht mehr so viel Zeit zu verhandeln. Aber egal. Wir springen rein. Wir brauchen 3 Punkte, um wieder Erster zu werden. Das wollen wir schaffen. Und deswegen holen wir uns jetzt diese eben gesagten 3 Punkte gegen Arsenal. Auf geht's an der Anfield Road gegen die Gunners. Let's go. Dann wollen wir mal. This is Anfield. This is the home of the leader of the Premier League. And we want to get 3 points out of this match and get to the top of the league table again. It will be a tough challenge against Arsenal. The Gunners are in good form. Always stay on top of the league during a season. And currently have the 6th place in the Premier League. I can't talk because my voice breaks. But if we win, our goal difference is better than Chelsea's. And we would be the leaders again. So that's our task. That's what we want to do. And we're the team with the most goals in the Premier League. So we have the capability of scoring goals. And that's what we need to do today. Karius, Kleinboss, Kagli, Can Moreno, Götze, Milner, Sturridge, Insigne, Firmino und Origi. Ja, richtig. Benteke nur auf der Bank. Und Marcus Rashford mal auf der Bank. Übrigens hoffe ich, dass wir Alp ausleihen können, weil das wäre schon mal ein unnötig verschwendeter Kaderplatz, beziehungsweise unnötig verschwendete Nichtspielpraxis weniger.
Naja, kommen wir direkt zu Arsenal, ohne Unterbrechung. Čech, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Cazorla, Pjanic. Oh, Pjanic. Oxlade, Sanchez, Özil, Giroud. Warum bin ich überrascht über Pjanic? Der hat da vorher schon gespielt. Und Walcott nur auf der Bank. Die Fans sind bereit für dieses sehr schwere Spiel und ich bin's auch. Deswegen starten wir jetzt rein. Der Ball rollt und wir holen uns 3 Punkte. Auf geht's. Auf Götze lastet jetzt natürlich noch mehr Druck nach dem Wechsel von Coutinho. Jetzt ist er der Star im Mittelfeld, zumindest momentan. Mal sehen, was Sturridge hier bewegen kann. Flanke, zweiter Pfosten. Da ist Insigne, der kommt nicht ran. Wir bleiben in der Szene drin. Das ist Milner, der legt den Ball ab. Auf Roberto für... Ja, gut, ich wollte einen Fake-Shot machen. Firmino mit der Verlagerung. So, Moreno jetzt in den Lauf von Lorenzo Insigne. Der kann sich da, ja, durchsetzen. Macht das sehr, sehr gut. Jetzt die flache Flanke in den Rückraum. Firmino ist da. Das war richtig schön gespielt, aber leider steht da wer im Weg. Und Milner hat schon Geld, deswegen kann ich nicht richtig reingehen. Ja, schade. Oh, schönes Tackling von Klein. Und jetzt ist der natürlich schneller. Oh, sollte er zumindest sein als Koscielny. Der kommt da einfach hinterher. Aber Klein holt sich den Ball wieder. Da steht Scheiße. Der steht Scheiße. Sturridge ist da. Oh Mann. Und dann, ja, muss er den Ball natürlich noch vorher annehmen, weil er sich auf den linken legen muss. Oh, Riesenchance vertan. Darf nicht passieren. Und ziehen hier in der eigenen Hälfte mit der Balleroberung. Und jetzt in den Lauf von Firmino. Schön gespielt. Und raus auf Sturridge. Ist der schnell genug? Ja, nein, doch nicht. Schlechter Pass von Origi. Aber wir spielen Arsenal schon wieder ziemlich an die Wand, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus bei uns. Oh, 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 Özil, Özil, Özil. Oh Gott sei Dank. Nee, Chamberlain. Nee, doch, Özil. War es Özil? Ja, war Özil. Zum Glück hat er keinen rechten Fuß, ansonsten wäre das hier echt eng geworden. Aber das war die erste Gelegenheit oder erste Offensivaktion überhaupt von Arsenal. Oh, hier sehen wir wieder Insigne, der mit seiner Körperbeherrschung. Und dann wird er gefolgt. Moreno auf Sturridge. Schade. Die Flanken kommen entweder wie, als hätte der Magnet am Arsch auf Insigne, der halt keinen Kopfball gewinnen kann, oder sie kommen halt einfach zu schwach für unsere Stürmer, um sie zu erreichen. Jetzt James Milner aus dem Stand. Ui, das war gar nicht mal so weit daneben. Oh, Arsenal hat sich leider mittlerweile ein bisschen gefangen, kombiniert sie auch ganz gut durch, aber zum Glück kommen sie, abgesehen von diesem Einschuss von Özil gerade, sonst bisher nicht zum Abschluss. Ja, Götze hat gerade keinen Bock irgendwie und deswegen verliert Firmino ganz dumm den Ball. Ja, Klein lässt sich jetzt auch mal überlaufen von Sanchez. Ich laufe auch mit Can vorbei. Ich mache mit Boscali den Raum auf und zum Glück trifft Giroud nur den Pfosten. Sturridge schneller als Alexis Sanchez. Geht in die Mitte, starker linker Fuß. Und auch hier rettet der Pfosten. Jetzt sind wir da zumindest schon mal ausgeglichen. Hätte das 1-0 sein können, aber auf der anderen Seite halt auch. Jetzt Alberto Moreno, der kann eigentlich flanken. Oh, setzt sich da gut durch außen. Ah, schade. Gegen Oxlade-Chamberlain, aber im Endeffekt war es die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Es steht noch 0-0. Wir waren am Drücker, dann kam Arsenal besser rein. Jetzt zum Ende hin nochmal die beiden guten Chancen. Bisher auf jeden Fall eine Partie auf Augenhöhe. Wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen, weil sonst sind wir nicht Erster. Das heißt, in der zweiten Halbzeit muss das Tor fallen und das ist genau unser Ziel. Firmino auf Insigne und der ist jetzt auf Außenbahn total frei. Insigne, der macht ihn nicht rein. Sturridge macht so ein Origi und es ist abseits. Ach, Menno, das ist natürlich alles andere als schön jetzt. Dieser Einwurf resultiert übrigens aus einem Abschluss von Hector Bellerin mit seinem linken Fuß. Das war der schlechteste Abschluss des Jahres, glaube ich. Firmino, ach, schöner Versuch und Petr Cech ist da. Und wer diesen hat, ich muss übrigens immer nach links gucken, weil da halt gerade Portugal gegen Island läuft und es steht 1-1. Der Ball raus auf Sturridge. Zweiter Pfosten ist Origi, aber ich, ja, flank natürlich auch mit rechts. Total dämlich in der Situation. Hätte ich mir auf links legen können oder halt selber machen. Es gibt die gelbe Karte jetzt hier, ich glaube, für Emre Can. Ja, so ist es. War auch zu Recht. Ich habe den total umgeschrubbt, nachdem der Ball schon weg war. Wir wechseln jetzt aber aus und zwar gleich doppelt. Beziehungsweise haben wir ausgewechselt, sehe ich gerade. Warum haben wir schon ausgewechselt? Naja, auf jeden Fall sind Muson da drin für Mino und Rashford für Insigne. Origi ist auf links gegangen. Ja, Jugend forscht ein bisschen. Und da ist Rashford. Da grätscht den Ball aufs Tor. War natürlich in der Situation jetzt nicht ideal auf jeden Fall, aber war in Ordnung. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal nach vorne direkt in diesem Angriff hier. Das ist Alberto Moreno. Wir haben keine Anspielstation. Jetzt ist da Milner. Auch ganz doof gelaufen, sodass er den Ball nicht annehmen konnte. Muson, oh, Alter. Čech hat aber auch Kleber an Händen. Meine Güte nochmal. Und Milner und wieder Čech. Also jetzt drücken wir. Also jetzt muss eigentlich fallen. Moreno. Und da ist Rashford, kommt nicht ran. Aber es gibt die letzte Ecke. Zumindest die vielleicht letzte Ecke dieser Partie. Ich gucke schon wieder nach links. Muss aber auch.
Ja, so. Nochmal Milner oder lassen wir wieder anders ran? Wir lassen jetzt wen ran? Kann irgendwer Freistöße? Nein, also lassen wir Milner ran. Gut, rein das Ding. Auf den Kopf von Boscali. Nein, auf den Kopf von Chan. Der Ball kommt. Und hätte ich Sturridge anwählen können, dann hätte ich eventuell das Tor gemacht. Aber so war es das wohl. Jawohl, Schiedsrichter pfeift ab. Nur 0:0 gegen den FC Arsenal. Bitter, bitter. Wir hatten die Gelegenheiten, wir haben sie nicht genutzt. Und dementsprechend schaffen wir es nicht, die Tabellenführung zurückzuerobern. Und stehen nur auf Tabellenplatz 2. Das heißt, wir müssen die nächsten Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und vor allem den Kracher gegen Chelsea dann siegreich gestalten. Damit wir im Fall, dass wir jetzt alles gewinnen und die auch halt weiter oben stehen. Wir wollen ja die Meisterschaft gewinnen, aber so wird das nichts. Wir müssen unsere Chancen konsequenter nutzen und das war heute einfach nicht stark genug. Mal schauen, wie es jetzt gleich in den nächsten Partien simuliert werden wird. Aber für heute leider Gottes nur unentschieden gegen Arsenal. 12:3 Schüsse und wir können nicht gewinnen. Das ist natürlich extrem bitter. Ansonsten die Ergebnisse. Oh, Aston Villa gewinnt gegen West Brom, sonst nichts sonderlich Überraschendes. Newcastle gewinnt gegen Man United. Das ist überraschend. PSG will 58, wir bieten 48. Payet ist in schlechter Form, vielleicht kriegen wir ihn für 35 und unseren Backup kriegen wir wahrscheinlich zumindest schon mal, denn Sevilla hat angenommen. Sevilla, so ein Schwachsinn, natürlich Valencia, aber ich habe gute Nachrichten für euch. Sowohl PSG als auch West Ham haben akzeptiert, wir können sowohl Javier Pastore als auch Dimitri Payet für uns gewinnen. Der wollen totalen Schaden, Alter. Was will denn der für ein Gehalt? Von 110 auf 210? Das ist schon deutlich humaner, von 180 auf 200. Und damit haben wir den 1:1 Ersatz für Philippe Coutinho und zwar Javier Pastore, den neuen argentinischen kreativen Kopf in unserem zentralen Mittelfeld. Natürlich nicht so jung, nicht so stark, aber dafür auch nur halb so teuer wie Coutinho und der wird uns schon helfen, bin ich mir sicher. Und auch der vielleicht momentan genialste Freistoßspezialist, den es so gibt, hat angenommen und wird zu uns wechseln und zwar für 35 Millionen von West Ham. Geile Transfers am letzten Tag. Wir hatten eine kreative Transferphase und sie wird noch besser, denn wir können tatsächlich Jordan Ayew mehr Spielpraxis geben. Nach West Brom. Und auch unseren Ersatzkeeper können wir verleihen. Danny Ward für 2 Jahre nach Bradford. Sehr schön. Und einen letzten Abgang in der letzten Stunde. José Enrique wechselt ablösefrei zur nächsten Saison zu West Ham. Ich habe ihm da keine Steine in den Weg gelegt. Und bin froh, dass er diesen Schritt macht und seine Karriere da fortsetzen kann. 397 Millionen am letzten Tag. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Bayern aber auch. No hate, aber die haben noch Pogba geholt für 83 Millionen. Insgesamt für 2 zentrale Mittelfeldspieler 185 Millionen. What the fuck? Boscagli fällt aus. 4 Wochen. Bitter für unser Talent. Aber so können wir unser neues Defensivtalent trainieren, und zwar João Cancelo. Oder wie auch immer ausgesprochen wird, no hate. Alter, 3x F, was ist das denn? So, das ist unsere Startelf gegen jetzt gleich Sunderland. Und ihr seht schon, Skrittel spielt unter anderem Pastore direkt in seinem ersten Spiel. Für Mino auf der 10, Payet nur auf der Bank. Aber dafür, wie gesagt, gerade Pastore direkt von Anfang an mal reingeworfen. Bin gespannt, Benteke spielt auch wieder mit Topform. Sollte funktionieren. Zu Hause sollte es gegen so einen Gegner eigentlich funktionieren. Zuletzt gegen Swansea verloren, gegen Bradford gewonnen, gegen Tottenham unentschieden. Also mal wieder so typisch, irgendwie alles dabei. Chan kriegt nach 6 Minuten gelb, hoffentlich nicht irgendwann im Spielverlauf gelb-rot. Das wäre nicht so schön. Moreno macht das 1-0. Ui, der kann auch mal treffen, das gibt's ja gar nicht. Aber Lenz macht den Ausgleichstreffer. Aber Roberto Firmino macht das 2:1 noch vor der Halbzeit. Perfekt. Na, was heißt perfekt? 2-0 wäre natürlich besser. Aber gut, Payet kommt für Pastore. Das heißt, unsere beiden Neuzugänge wechseln sich ab. Moreno mit einem Doppelpack. Was ist denn da los? Unser Linksverteidiger dreht richtig auf hier. Und wir gewinnen mit 3-1 gegen Sunderland. Das ist sehr schön. Und dass Moreno doppelt trifft, begeistert mich. Training läuft. Stats zumindest. Und Rashford ist kurz vor der 73. So, Freunde, letztes Spiel dieser Episode. Eine Änderung. Corker für Chan, der rot gesperrt ist, aufgrund zu vieler gelber Karten. Aber ansonsten das gleiche Team. Würde ich sagen, jumpen wir rein. Zuletzt Sieg gegen Middlesbrough und Aston Villa, Niederlage gegen Stoke City. Ah, die Canaries sind zu Hause natürlich auch nicht zu unterschätzen. Das darf man nicht vergessen. Benteke verschießt schon wieder einen Elfmeter. Ich weiß nicht, was mit diesen verschossenen Elfmetern auf sich hat. In der Simulation irgendwie andauernd. Das ist schlimm. 30 Minuten rum, noch nichts passiert, abgesehen von diesem verschossenen Elfmeter halt. Aber langsam sollten wir mal in Führung gehen. Wie sieht's aus bei... Oh Gott, nein, komm. Ich wollte wissen, wie es aussieht bei Chelsea, aber die spielen anscheinend gerade gar nicht. Leute, bitte, Origi, Gott sei Dank, der drüber auch wieder. Okay, Chelsea nur 1-1, das wäre gut, das wäre in Ordnung, das ist in Ordnung. Falcao hat auch den Ausgleich nur gemacht, das heißt, Arsenal hat geführt. Schade dementsprechend eher, aber... Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall auf... Gleich im Abstand wie vorher und verlieren keine Punkte auf Chelsea, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, 2 Punkte weiterhin für Chelsea. Diese Vorsprung haben, wir haben das bessere Torverhältnis. Also wird auf jeden Fall eine spannende Meisterschaft, ein spannendes Meisterschaftsrennen. Für diese Episode war es das erstmal. Wir hatten sehr interessante Transfers auf jeden Fall zum Ende nochmal.
Natürlich ist Rashford mal wieder unzufrieden und Tielemans, wo spielt er mittlerweile? Tatsächlich, weil ich habe mehr geboten, diese Säcke. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären mega nice. Schaut bei Twitter, Instagram und IG Vault vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.